別も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Kritik? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Chef Ball Legends. Und wie ihr seht, habe ich tatsächlich nochmal den Goku gezogen. Er ist jetzt bei mir auf 6 Sterne. Ich habe nur einen Durchgang mehr gemacht. Also, ich habe zwar keine Zeitkristalle mehr, aber der eine Durchgang hat gereicht, um noch einen Muten Roshi zu ziehen und einen Goku. Cool wäre natürlich gewesen, wenn ich unterwegs mal irgendwann einmal die beiden Extremes noch gezogen hätte. Dann hätte ich halt das komplette Team da gehabt. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ich sehe bei diesen Units ein ganz dickes Problem. Und zwar, der Muten Roshi ist so an sich ziemlich gut. Er hat nur einen Nachteil oder zwei Nachteile, wenn man so will. Seine Werte, Damage Cut, sehe ich eigentlich alles als solide an. Wenn ich im Deckungswechsel selbst mit 3 Sterne reinschmeiße, kann der einigermaßen gut tanken, gerade gegen Gogeta. Wo ich aber eine Schwäche sehe, ist halt, er hat keinen Combo Cut. Das ist halt das Dämliche. Und ich meine noch nicht mal unbedingt, was in Sachen wirft den Gegner zurück und unterbricht damit die Combo. Das funktioniert teilweise heutzutage sowieso so gut wie gar nicht mehr. Sondern er hat halt nichts, was die Combo effektiv beendet. Also er sorgt nicht dafür, dass die Kosten des Gegners steigen. Er sorgt nicht dafür, dass das Ki sinkt. Er sorgt nicht dafür, dass der Gegner, keine Ahnung, nichts mehr zieht oder whatever. Halt. Klar, er ist kein Supporter-Typ, aber das Team hat so keine vernünftige Balance. Also ich spiele es jetzt aktuell, oder ich habe es aktuell versucht mal so zu spielen, dass ich halt C17 ist, glaube ich, absolut notwendig. Ich würde normalerweise auch den Ultra-Hit spielen, weil der natürlich auch sehr stark ist. Aber ich bin da gar nicht erst reingegangen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich 6000 Zeitkristalle oder so. Wenn ihr mich da übrigens supporten wollt, lasst gerne ein kleines Trinkgeld über Streamlabs da, weil dann schaffe ich es auch, mir die Angebote zu kaufen, weil ich habe beschlossen, halt nichts mehr von meinem privaten Geld dafür zu nehmen, weil es geht in erster Linie bei dem Content von Dragon Ball Legends nur noch um den Kanal, nur noch um eure Unterhaltung und dementsprechend werde ich das nicht mehr tun. Ja, auf jeden Fall das. An sich finde ich es auch interessant, dass der mehr Animationen neue bekommen hat als der Goku, weil... Ich sag mal so, sein Strike und Blast ist, glaube ich, von Mr. Satan oder ein Cyberman oder von beiden geklaut. Das ist nichts Neues. Sein Kamehameha ist auch nichts Dolles. Aber seine grüne Karte ist eine komplett neue Animation. Also ich wüsste zumindest nicht, dass irgendein Unit die schon mal vorher hatte. Sein Mafuba hat gleich 5 Animationen, glaube ich. Oder 4. Wenn er trifft, also sprich, wenn er einfach seinen Mafuba macht, wenn er besiegt wird, wenn 2 Units vom Gegner besiegt werden... Und wenn ihr das Ganze im PvE macht, weil dann verfehlt sein Mafuba einfach, sind gleich also 4 neue Animationen, die Muten Roshi nur für sein Mafuba bekommen hat, für einen normalen Sparking-Unit, der wahrscheinlich... Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, der wird keinen riesen Impact in der Meta haben, wobei ich den wirklich, wirklich gerne mal in einem Superkämpfer-Team spielen würde. Aber auch das ist bei meinem Skill-Level, glaube ich, nicht möglich. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Sache... So an sich würde ich ihn von 5 Sterne so 3,5 geben, sag ich mal. Kommen wir zu dem Goku. Der Goku ist an sich natürlich mit einem Revive-Effekt gut für die Meta. Jetzt ist aber der erste Kritikpunkt. Der stärkste Unit in der Meta ist halt Lila und das ist Ultra Gogeta. Und weil die Entwickler einfach völlig geistig zurückgeblieben und degeneriert sind und nur geldgeil... haben sie halt gesagt, okay, der sollte übertrieben Schaden machen, ständig Anti-Combo-Cup mit seiner grünen Karte machen, ständig farbneutral ab einer gewissen Zeiteinheit sein und auch noch wie ein Behämmerter ständig Spezialangriffe nachziehen, die auch noch übertrieben Schaden machen und noch gegen Blast sein. So, und was ist der Goku? Er ist Nachteil gegen Lila, hat auch keine Möglichkeit, außer einmal seine Hauptfähigkeit, das auszugleichen. Er ist Blast-Type, was ihn natürlich auch dementsprechend dumm macht. Und er ist auch einfach eine Glaskanone. Also ich konnte mit ihm einigermaßen gut Schaden machen. Komischerweise auf Strike, habe ich gehört, soll er gar nicht so viel Schaden machen. Konnte ich jetzt nicht so 100% nachvollziehen, weil wie ihr seht, die Werte hier sind relativ ähnlich. Auch nach der Transformation sind die Werte ähnlich. Und seine Effekte sagen auch nichts von zugefügter Blast-Schaden, sondern nur zugefügter Schaden. Das heißt, an sich sollte der damit eigentlich, was das angeht, keine Probleme haben und damit eher ein ausgeglichener Kämpfer sein. Auch fügt er einen Strike und einen Blast hinzu, dementsprechend sollte der
eigentlich damit keine Probleme haben. Das eigentliche Problem ist aber, es wäre sinniger, wenn seine, also wirklich bei ihm speziell seine grüne Karte gesagt hätte, okay, er ist immer farbneutral für 10 Zeiteinheiten oder so. Oder wenn er reinkommt, 10 Zeiteinheiten, irgendwie sowas. Weil, oder von mir aus 10 Zeiteinheiten farbneutral, wenn er mit 2 Turnier der Kraftcharaktere gespielt wird, irgendwie sowas. Weil, wie soll dieser Unit in der Meta bestehen? Weil der stärkste blaue Unit schafft es halt, extremst viel Schaden zu machen und er ist auch halt ständig wirklich mit Farbneutralität dabei. Wenn wir dann auch mal hochrechnen, wie viel Schaden effektiv, also zugefügter Schaden, der Gohan bekommt. Er bekommt ja, wenn er überhaupt startet, schon mal plus 90%. So, jetzt sind wir ja hier bei 70%. Das ist also schon mal weniger. So, dann ist seine Leiste direkt voll. Das heißt, er hat nicht 90%, sondern 115%. Startet er mit einer grünen Karte, die er sofort einsetzen kann, kommen da nochmal, ich glaube, 25% dazu. So, dann, wenn er es nochmal schafft, seine Leiste wieder voll zu bekommen, bekommt er nochmal 25%. Und da diese Zeiteinheit immer 20 Zeiteinheiten sind, kann es durchaus sein, dass er seinen Schaden einfach mal enormst hochsteckt bis fast 200%. Wenn ihr in diesen Zeiteinheiten es noch schafft, einmal eine Pan reinzuholen, die einen Deckungswechsel macht, bekommt er nochmal plus 25%. Wenn ihr es schafft, in der Zeit den gelben Gohan reinzuholen, einfach nur dafür, dass er drin gewesen ist, der kann sofort wieder gewechselt werden, ist egal, bekommt der nochmal 25% für die nächsten, ich glaube, 20 Zeiteinheiten. Das heißt, diesen Damage-Buff kann dieser Goku im Leben nicht schaffen, weil wir haben hier zugefügter Schaden erstmal 70%. Ja, das ist schon mal weniger. Dann haben wir hier, das ist erst nach der Transformation, bla bla bla, haben wir hier sonst eigentlich nichts mehr. Der hat halt seine 70% Ende im Gelände. So, dann haben wir hier durch seine grüne Karte bekommt er halt nochmal 20% Schaden. Das heißt, er ist bei 90%. Ist also weit, weit, weit hinter dem, was er sonst hätte. Und auch, ich habe sogar nach der Verwandlung jetzt geguckt, und hier wären es halt zugefügter Schaden 90%, okay, nochmal zugefügter Schaden 30%, aber er hat ja auch geringere Werte. Also der Gohan hat, glaube ich, schon 6000 mehr, wobei nein, ich habe den einen Stern höher, dementsprechend kann ich es nicht genau sagen. Aber sagen wir mal, der hat die gleichen Werte, dann kommt der Support noch dazu, das Equip noch dazu. Da hat er einfach viel bessere Auswahl und der Support von den anderen Units ist einfach dabei extrem. Und ja, ich sehe es halt nicht gleich, weil es fehlt ihm einfach hier auch der Anti-Combo-Cut. Weil selbst wenn wir mal sagen, okay, der Damage wäre gleich. Der Anti-Combo-Cut beim Gohan, er kann starten und hat direkt Anti-Combo-Cut. Hat er noch eine grüne Karte dazu, hat er nach wenigen Zeiteinheiten seinen Anti-Combo-Cut verlängert. Das ist hier einfach nicht der Fall. Wäre das hier so, dass er wirklich auch vor der Transformation von mir aus die ersten 10 Zeiteinheiten, immer wenn er reinkommt, halt Anti-Combo-Cut hat oder wenn Bedingung X erfüllt ist, eine grüne Karte oder was auch immer, oder er 3 oder 4 Blast-Angriffe gemacht hat, irgendwie sowas, so, dann wäre das auf jeden Fall ein Pro. Aber dadurch, dass er weder Anti-Combo-Cut hat, außer mit seiner Hauptfähigkeit für 10 Zeiteinheiten, noch farbneutral wird durch irgendwelche Sachen regelmäßig, nicht mal beim Deckungswechsel, also er hat ja nicht mal den Effekt von dem grünen Future Trunks, so, und das ist halt ein maximaler Nachteil für diesen Goku, weil hier sehen wir nochmal vor der Transformation sogar 120% zugefügter Schaden. Aber ich kann nicht sagen, dass das effektiv ist, weil A, verbraucht er mehr Ki durch Blastangriffe, B, hat er ein schlechteres Momentum mit Blastangriffen und C, ist halt der stärkste Unit lila und er sorgt dafür, dass du irgendwann keine Blastangriffe mehr benutzen kannst. Das ist also maximal dumm. Und wenn man das mal in Kombination sieht, ich weiß gar nicht, was hat der hier nochmal für Schlag Blast? Hat der auch Schlag Blast oder nur Blast? Auch Schlag Blast. Also er hat einen relativ ausgeglichen. Aber es kann halt einfach sein, du kommst in einen Gogeta, er macht einen Spezialangriff als Konter und euer Goku ist tot. So. Ich finde es schade, weil an sich finde ich den Goku sehr, sehr cool. Aber sein Blast hätte irgendwie einen Konter haben müssen, dass er das halt ausgleichen kann. Und bevor jetzt einer schreit, du sagst doch immer, der neue Unit soll nicht den alten Unit schlecht machen. Das ist ja auch grundsätzlich richtig.
Nur so ist er einfach chancenlos, weil er einfach die Nachteilfarbe schon hat. Wäre er irgendeine andere Farbe, dann sehe es vielleicht gar nicht so schlimm aus. Dann bräuchte der nicht mal farbneutral sein. Dann wäre mein einziger Kritikpunkt, dass er halt zwischendurch Anti-Combo-Cut zumindest haben müsste. Und das ist halt hier nicht gegeben. Er hat einmal den Anti-Combo-Cut mit seiner Hauptfähigkeit, die ich persönlich sogar immer sehr spät einsetzen wollte, weil er einfach noch Handkarten und Key hatte. So, und das macht das Ganze halt irgendwie bad. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie, dem fehlt so das gewisse Etwas. Und das sorgt dafür, dass selbst wenn ich den zweimal gezogen habe, das irgendwie einen faden Beigeschmack hat, weil ich den irgendwie nicht perfekt in ein Team integrieren kann. Den Muten Roshi kann ich sowieso nur in TOP spielen oder in Superkämpfer. Superkämpfer hat jetzt nicht gerade viele neue Units aktuell bekommen und ist dementsprechend nicht wirklich großartig spielbar. Der Goku müsste ja sonst, wenn in Son-Familie gespielt werden. Und die beste Kombination für Son-Familie ist aktuell, ja, Pan und Gohan. Und wenn ich den jetzt hier reinpacken würde, habe ich das gleiche Problem, was der Sandro immer beschreibt mit dem grünen Duo. Man kann nicht vernünftig Senkai buffen, weil es gibt halt keinen Unit, der irgendwie Son-Familie bufft und zum Beispiel grün Son-Familie gibt. Oder Hybrid bufft und grün Son-Familie. So, das ist halt... Das passt da nicht hier rein. Das heißt, man würde jetzt von der Stärke her irgendwas hier benachteiligen. Und selbst, wobei ich merke gerade, ich muss das nochmal umstellen. Ich hatte was ausprobiert. So ist es wieder richtig. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, man packt Pan raus, sehe ich das trotzdem als Nachteil. Weil alle Support-Möglichkeiten, so wie zum Beispiel hier der Broly, sind immer darauf ausgelegt, Schlagangriff zu pushen. Und ja, ich finde, man kann sogar den Goku gut als Schlagangriffstyp spielen, wie gesagt, wegen zugefügter Schaden und nicht zugefügter Blast-Schaden. Aber irgendwie synergiert das nicht zu 100%. Und wir haben dann hier wieder eine Möglichkeit weniger, Kombos aufzuhalten. Weil Pan ist hier gegen Strike, was ganz gut ist. Er ist gegen Blast. Hier hätten wir dann, ich glaube, der Goku gibt zweimal Blast, meine ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Und... Er verringert halt die Anzahl der Kombos nicht, weil was bringt mir das? Ich schmeiß ihn rein, wenn der Combo-Cut nicht triggert, aus irgendwelchen Gründen, weil, sag mal schnell, der die Combo droppt oder ich auf den falschen Angriff reagiert hat. Wenn er jetzt auf beides gehen würde, Blast und Strike, okay, dann wäre es auch nochmal besser, aber das tut er nicht. Und er verringert halt auch nicht die Key-Anzahl. Also selbst wenn er so einen Effekt hätte, wie das grüne Duo, dass wenn er reinkommt, das Key des Gegners um 50 down geht. Selbst das wäre noch eine Möglichkeit, die Combo aufzuhalten, aber das hat er nicht. Und als Haupt-Damage-Dealer, wenn man also sagt, okay, er ist das, was der Gohan eigentlich sein müsste, oder das grüne Duo, oder Gogeta, oder sonst was, ist er einfach nicht. Dafür macht er zu wenig Schaden, dafür hat er zu wenig Anti-Combo-Cut. Also nichts, wie man es dreht und wendet, sorgt dafür, dass er wirklich gut ist. Das hätte ich vielleicht auch schon vorher sagen können, bevor ich in die Summon reingegangen bin, aber... Das ist mir erst beim Spielen wirklich aufgefallen. Und am ehesten erinnert mich dieser Goku halt einfach an einen anderen grünen Unit, wo wir erst mega gehypt waren, weil er in einer Meta kam, wo der Tech halt einfach möglichst stark ist. Und das ist halt dieser Gohan hier. Der Gohan kam in der Hybrid-Meta und alle haben gesagt, boah, noch ein Hybrid. Und dann hat der auch noch Revive. Sind die bescheuert? Und am Ende war er eine absolute Glaskanone, weil natürlich jeder auch den lila Gohan gespielt hat und der mit zwei Schlägen über den drüber gerannt ist. Und danach war der halt einfach schlecht, weil er zu schnell seinen Revive einsetzen musste. Und ich frage mich halt wirklich, was ist der Grund dahinter, auf einmal, von jetzt auf gleich, nachdem aber auch der C17 und der Hit sehr gut waren, diesen Goku so schlecht zu designen? So, also wenn ich schon sage, ein Unit hätte stärker sein müssen, dann ist das schon eine Ausnahme. Und ich kann mir nur vorstellen, dass die uns die Zeitkristalle wegnehmen wollen, weil Ultra Instinct ein Hype-Charakter ist und die dachten, okay, mit Revive können wir dem Publikum suggerieren, boah, hier nimm den mit und dass bei der Battle Hour dann wieder so ein richtig krasser Unit kommt, der wieder völlig overpowered und völlig braindead ist. Ja, was meint ihr dazu? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, eure Meinung würde mich interessieren, da... es auch keine offizielle Tierliste mehr gibt, werde ich demnächst wohl selber eine Tierliste machen und das werde ich aber anders einteilen. Ich werde wahrscheinlich beste Attacker nehmen, wo halt die halt wirklich den besten Damage-Dealer darstellen und die ranken dann die besten Supporter
und sonst nützliche Units, die ich nicht wirklich irgendwie hoch runter ranken würde, sondern die halt für ihr jeweiliges Team halt spielbar oder nicht spielbar sind. Zum Beispiel wie der Rose. Der Rose ist für mich kein Main-Damage-Dealer, genauso wie der Vegetto. Aber die können in einem Team in Kombination mit anderen halt immer noch gut sein. So würde ich das halt ranken. Als Main-Damage-Dealer würde ich halt sowas bezeichnen wie den Super Saiyan 4, das grüne Duo. Und als Supporter natürlich sowas wie C17. Und dann wird es noch so ein paar Units geben, die man nicht so eindeutig einordnen kann wie diesen C17, weil er hat Supporter-Fähigkeiten, hat aber auch einen hohen Damage-Dealer-Aspekt. Da werde ich vielleicht demnächst mal was machen. Könnt ihr mir auch mal gerne eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Von meiner Seite aus war es das. Heute Abend gibt es vielleicht sogar etwas früher Killing Bites vergessene Spieleperlen, weil heute ist Weiberfastnacht, da gehe ich vielleicht ein bisschen eher feiern. Und wir spielen Zone of the Enders von Hideo Kojima, inspiriert mit Mechas und Anime-Style. Und schaut einfach mal rein, wer Dragon Ball Budokai Tenkaichi Kampfsystem mochte, der wird das auch mögen. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Daniel.